FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Gesundheit ist das höchste Gut und das gilt besonders natürlich auch für den Sport. Und das kann uns David Alaba ganz bestimmt auch bestätigen. Servus David. Hallo. Du hast 3 Monate nach deinem Mittelfußbruch gestern 90 Minuten im Test gegen Unterhaching absolviert. Komplett ohne Probleme, wie heute auch das Lauftraining? Ja, gestern die 90 Minuten am Platz waren sehr gut für mich. Ich habe wirklich gar nichts gespürt am Fuß und es war wirklich sehr positiv. Das heißt, du konntest richtig auch in die Zweikämpfe reingehen? Ja, ich habe schon probiert. Ja. Schon probiert. Also bei 100% diesbezüglich? Ja, jetzt sicher spielerisch noch nicht ganz bei 100%. Aber ich habe schon versucht, mich reinzuhängen. Und aber das Vertrauen in den Körper ist ja, das ist da. Ja, die Sicherheit ist da. Ich habe keine Angst mehr und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Das ist ganz gut, ja. Bist du jemand, der schnell auch den Rhythmus wieder findet? Ja, ist die erste Verletzung, die so lang jetzt war. Und ja, ist mein erstes Mal, also werden wir das dann sehen. Ist es auch ein Ansporn für dich zu wissen, dass die Mannschaft auf dich wartet? Wann ist er endlich wieder da, der David? Ja, na sicher. Ich bin jetzt nicht einer, der gern zusieht die ganze Zeit. Ich glaube, das war jetzt genug. Ich will jetzt wieder am Platz stehen zur Mannschaft. Einfach zustoßen und mit der Mannschaft wieder spielen. Und die österreichische Nationalmannschaft wartet auch auf dich. Wirst du jetzt nachreisen? Hat der Trainer gesagt, du darfst? Ja, die beiden Trainer haben sich zusammengesprochen. Und ich werde morgen dann zur Nationalmannschaft nachreisen. Am Dienstag ist in Wien dann das Spiel gegen Kasachstan auf Rasen, also nicht auf Kunstrasen wie das heute. Und da hat Jupp Heynckes gesagt, okay, das können wir dir zumuten. Ja, jetzt habe ich auch 90 Minuten gestern gespielt. Das war auch, glaube ich, sehr gut für mich. Und das war, glaube ich, auch die Idee von beiden Trainern, dass ich halt ein Spiel hinter mir habe. Und ja, jetzt kann ich nachreisen. Und dafür bist du dann nächsten Samstag in Düsseldorf fit, oder? Das musst du Jupp Heynckes versprechen. Ja. Dass du da zur Verfügung stehst, das glaube ich auf jeden Fall. Der FCB-Twitter-Account hat die User aufgefordert, dir Fragen zu stellen. 2 haben wir herausgepickt. JulFCB zum Beispiel fragt: David, schön, dass du wieder fit bist. Siehst du dich in dieser Saison wieder auf der linken Abwehrseite? Und schon mal schönes Wochenende. Danke. Ja, ich denke schon, dass der Trainer mich auf dieser Position sieht. Ja, würde ich auch sagen. Na, gestern hast du begonnen in Unterhaching, erstmal in der Zentrale und dann links ein bisschen offensiv, aber linke Außenverteidigerposition ist ja eigentlich die Position, auf der du richtig nach oben gekommen bist. Im Moment sieht es ja noch so. Okay, und noch eine Frage, Englisch schon mal übersetzt. Welches Team war als Kind deine Lieblingsmannschaft? Wenn ich ehrlich bin, Arsenal. Arsenal, ja, kann man doch sagen, kann man doch dazu stehen, oder? Ja. Arsenal, ja, schöne Grüße an Lukas Podolski. Donnerwetter, ja. Du sitzt in der Kabine neben Franck Ribéry. Guckt der schon mal, was du so twitterst? Twittert der auch? Na, ich tue eher mit Luis oder mit Jerome. Sind wir da in Kontakt bei Twitter und ja. Okay, Franck Ribéry ist noch nicht auf Twitter, aber kann er noch werden. Danke dir, alles Gute. Danke. Servus. Unsere Nationalmannschaft spielt ja heute Abend in Dublin gegen Irland ohne den gesperrten Kapitän Philipp Lahm, aber vermutlich mit folgenden Bayern-Profis. Manuel Neuer im Tor, logisch. Jerome Boateng sollte für Lahm rechts aushelfen. Holger Badstuber wie gewohnt innen links. Bastian Schweinsteiger links im defensiven Mittelfeld. Und Thomas Müller dürfte über rechts kommen, womöglich noch dazu Toni Kroos gegen die Mannschaft von Giovanni Trapattoni, dessen Deutsch übrigens immer noch genauso gut ist wie vor 14 Jahren, als er den FC Bayern München verließ. Arjen Robben arbeitet weiter an der Rückkehr in die Mannschaft. Der Holländer absolvierte auch heute Lauf- und Stabilisationsübungen für seine Oberschenkelmuskulatur, um für das Spiel in Düsseldorf am Samstag in einer Woche wieder einsatzbereit zu sein. Zweite Mannschaft spielt morgen schon wieder. In Rhein am Lech soll die momentane Serie ausgebaut werden, nachdem die Truppe von Mehmet Scholl am Mittwoch das Nachholspiel bei Greuther Fürth 3:0 gewonnen hatte. Die Highlights vom dritten Sieg in Serie und dann auch vom Spiel in Rhein gibt es wie gewohnt bei FCB-TV zu sehen. Heute Morgen wurde letztmals für diese Woche mit eingeschränktem Kader trainiert. Am Samstag und am Sonntag ist auch aufgrund der WM-Qualifikation trainingsfrei. Die nächste offizielle Trainingseinheit der Nicht-Nationalspieler ist für Montagnachmittag um 15 Uhr geplant. Eines der ganz wenigen, aber ganz bestimmt das letzte freie Wochenende bis zur Winterpause. Bis zur nächsten Woche dann. Servus miteinander.